Komm schon. Komm schon. Bleib bei mir. Wir sind fast da. Fast da. Fast. Das ist nicht mehr weit. Gib nicht auf. Niemals. Komm schon. Komm weg. Und was jetzt? Wir führen den Auftrag aus. Wir sind die Einzigen, die eins davon abhalten können, Manticore einzusetzen. Wir sind nur drei. Gegen eine Armee. Das ist Selbstmord. Das stimmt. Aber er hätte es getan. Okay. Hast du eine Idee? Nur eine. Oh, oh, oh. Und da sind wir wieder zurück im finalen Part von Advanced Warfare. Es ist der letzte. Und da geht es dann auch schon los. Oh, oh, das wird wahrscheinlich ordentlich knallen, könnte ich mir zumindest vorstellen. Es war ein Plan, wie nur Gideon ihn sich ausdenken konnte. Ein Frontalangriff auf Ayans Festung mit den beiden Mechanzügen aus der Basis. Auf jeden Fall. Drohnen bringen uns rein. Danach sind wir auf uns gestellt. Sentinel 2-1, messen noch immer hohe Kontamination in der Stadt. Oh, oh. Können keine Bodentruppen zur Unterstützung schicken. Over. Verstanden, Kingpin. Es nähern sich mehrere Kampfboote. Tschüss. Ich sehe sie. Feuer frei auf diese Boote. Schön hochjagen. Ist doch schön auf alles schießen, was sich bewegt. Feinde auf der Überführung! Was? Ich mag Schwarmraketen. Noch mehr Boote unter uns! Weiter feuern! Ja, mach ich. Immer schön drauf. Guter Schuss! Muss ja jetzt sauer sein bei denen, weil die nicht kommen. Das wird das von mir erwartet. Ich muss ehrlich zugeben, dafür halte ich nicht. 200 genug. Meter bis zum Absprung. Schwarmraketen. Okay. Schwarmraketen werden nachgeladen. Schwarmraketen bereit. Wasser frei. Bereit machen zum Absprung. Ja. Das war's. Absprung. Ich bin gerade hier. Bereit. Mitchell, Absprung. 64, 63. Ach, Gideon. Kingpin, wir sind unter der Oberfläche. Shit. Nähern uns dem Angriffspunkt. Achtung, 2-1. Wenn Sie den Start nicht verhindern können, müssen wir die Kommandozentrale angreifen. Damit riskieren wir weitere Manticore-Kontamination. Aber das ist unsere einzige Chance. Wenn ihr das nicht stoppen könnt, dann verschwindet von da. Verstanden. Ich weiß nicht, ob man es gerade gesehen hat, dass ich kurz aus dem Spiel geworfen wurde. Da wollte das Java mal wieder geupdatet werden. Das nervt ein bisschen. Das wirft einen natürlich auch immer aus dem Spiel raus. Das ist schon, naja. Da vorne ist die Bresche. Gideon, die Thermoanalyse ergibt Spitzen in der Kommandozentrale. Der Abschuss steht kurz bevor. Das schaffen wir. Kurz bevor. Oh, oh. Ich muss mir dieses Oh, oh abgewöhnen. Das ist mein neues schlimmes Wort, ja? Nach so. Aber ich kombiniere die alle und dann habe ich 100.000 Wörter, die alle. Mitchell, mir nach. Etwas komisch sind und komisch wirken, wenn man sie so nacheinander bringt. Oh, sind wir bald fertig? Oder da? Elona, wir sind drin. Du solltest genau neben der Startplattform sein. Sicherheitsverstoß im Silo. Alle Einheiten sofort im Sektor 4 sammeln. Warum wir uns überhaupt so langsam bewegen? Ich meine.
Jetzt gehen wir mal ein bisschen Gas. Kontakt! Hallo Leute! Das irgendwas bringt, sich zu verstecken. Du hast ja letztes Magazin Schwarmraketen ab, wenn du dich versteckst. Elona, die Rakete ist geschützt. Wir brauchen einen anderen Zugangspunkt. Ah ja, okay. Benutzt die Lüftungsschächte auf der unteren Ebene. Verstanden. Die Treppen runter. Immer weiter vorwärts. Granaten. Gehen wir hier rum. Also hier fährt es nicht rum. Aber auch da geht die Treppe runter. Das ist gut. Sie werden starten. Los, los! Komm ja schon. Ich bin hier mehr so ein Seiteneinsteiger. Das ist natürlich schön, ne? Noch tiefer, was? Okay. Abschuss in 10-7 Minuten. Okay, da hängt noch ein paar. Ladevorgang los. Und runter. Hier unten sind zu viele Pfeiler, da bringt die mir nicht zu viel. Die alle tun es, würde ich hier runterspringen. Er meint, das ist dumm. Oh, da ist einer, okay. Oh, sind ESP! Zuerst erledigen! Schießt auf alles, was sich bewegt. Den mit der Basis muss man auch ausschalten. Mich ja tatsächlich erwischt. Wer hätte das gedacht? Okay. Gibt's ja so. Was zu erwarten. Das ist bald. Genau, Gideon. Geh, stell direkt meinen Schuss in mir. Jetzt brauchst du nicht mehr. Also. Es gibt einen Zugangspunkt zu den Lüftungsschächten voraus. Ich gebe die Position durch. Hab sie! Los und weiter! Wir bewegen uns mal ein bisschen schneller, damit wir da schneller ankommen. Okay. Da ist die Luke! Mitchell, hier drüben! Ich bin schon längst da. Okay, ich helfe dir. Ich bin mal sehr frei. So schnell und. Okay.
Los! Und bremsen. Oh, das sieht nicht gut aus. Gideon, der Abschied. Ich weiß nicht, wie der Rakete ist. Ich weiß gar nicht, was hier wirklich. Das halte ich jetzt für ein bisschen krass. Ich glaube nicht, dass man mit einem ASC wirklich hier überleben würde. Los, weiter! Aber ich meine, der ist doch relativ offen oben. Schieß alles drauf, was du hast! Den Raketenstart nicht verhindern. Ja, natürlich nicht. Gideon! Ich hatte nur dauerhaft aufgeschossen. Ich muss sagen, da ist das zweite Mal, ist, wo ich an dieser Stelle bin, weil beim ersten Mal das Spiel abgeschmiert ist. Ich beim ersten Mal auch schon Probleme hatte. Ich glaube, dass an dieser Stelle mehr oder weniger so eine 50-50-Chance ist, die Rakete zu stoppen oder nicht zu stoppen. Los, weiter! Zweimal geschafft, ja, wie beim ersten Mal halt. Okay. Mitchell, halt durch! Geschafft! Der Start ist verhindert! Ich bring dich hier weg. Halt nur durch! Ich kann zurück noch laufen und ich nicht. Erklär mir das mal analogisch. Ich hab Vorteil! Ja, okay. Schießen wir mal auf den. Und dann auf den. Auf den. Das ist auch noch einer. Okay. Ich seh dich. Wir müssen weiter. Bleib bei mir. Alles klar. Sentinel 2-1, Stadtverteidigung versagt. Atlas-Truppen brechen zusammen. Wir schicken unbemannte Einheiten zur Unterstützung. Verstanden, Kingpin. Der Start wurde abgebrochen. Wiederhole, Start abgebrochen. Bein. Bestätigen? Kingpin, bitte komm! Ilona, empfängst du? Verdammt! Wir sind abgeschnitten! Wir müssen los! Dieses Gebäude wird jeden Moment beschossen! Ich setz dich ab! Du musst versuchen zu gehen, Mitchell. Ich muss Licht finden. Licht? Hallo, Mitchell. Eine beschissene Bewegung. Darum bitte ich auch euch. Hackt unsere Exos! Keine Munition mehr!
Ihr verlasst euch zu sehr auf diese Dinge. Die Stadt fällt, es ist vorbei! Was ich begonnen habe, endet nicht mit mir. Es ist größer als ich und sehr viel größer als ihr. Ihr denkt, ich bin ein Monster? Das liegt nur daran, dass euch die Überzeugung fehlt, das Nötige zu tun. Das Nötige? Der Angriff gegen Amerika? Die Freisetzung von Manticore? Der Tod von tausenden unschuldigen Menschen? Ich rette die Welt vor sich selbst. Wenn niemand mehr da ist, der Atlas herausfordert, gibt es keine Kriege mehr. Es musste Opfer auf diesem Weg geben. Ja, das haben schon viele kranke Penner in der Geschichte gesagt. Sie wissen nicht, dass wir den Start verhindert haben. Dieser ganze Bau wird über ihn zusammenbrechen. Ich hätte dich im Gefangenenlager töten können. Ich könnte dich jetzt töten. Aber ich tue es nicht. Ich bin kein Monster. Vielleicht fehlt dir auch nur die Überzeugung. Okay. Mitchell, versuch dich aus dem Exo zu befreien. Ja, bitte. Oh, schneller, 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 schneller. Hört man die Taste. Der Arm sieht ja lecker aus. Jetzt mich! Es funktioniert nicht! Keine Zeit mehr. Wenn er entwischt, war das alles umsonst. Dann rennen wir immer hinterher, glaube ich. Jetzt! Ja! Eins darf nicht entkommen! Besser. Beeilung, Mitchell! Immer weiter! Ah, komm! Oh. Und tschüss! Oh. Mitchell, zieh mich hoch! Ich lass nicht los! Lass los! Lass mich hochziehen! Ja, scheiße! Mitchell, es gibt zwei Möglichkeiten. Du ziehst mich hoch, oder der ganze Bau stürzt ein mit uns drin! Muss das wohl so sein? Mitchell! Was tust du denn? Was tust du? Mitchell! Ich gab dir den Arm! Mitchell! Ich gab dir eine zweite Chance! Ah, schön! Kannst du wieder haben, ne? Oh, Mitchell! Oh! Das war schon lustig, wie er da so schrie. Irgendwie. Jetzt ist es beendet, ne? Ich hab dich, Kumpel! Ich hab dich! Es konnte immer nur ein Ende für ihn geben. Naja, vorher warst du vom Gegenteil überzeugt. Wenn wir auf die Welt kommen, sind unsere Augen geschlossen. Bei den meisten ändert sich das ein Leben lang nicht. Eins hatte seine Augen geöffnet. Er sah die Ungerechtigkeit in dieser Welt und dachte, er hätte die Lösung. Wenn er sie wirklich gefunden hatte, dann hat er sie mit ins Grab genommen. Das war's ja nun mit Advanced Warfare. Wir sind am Ende und am Abspann angekommen. Das markiert für diesen Kanal gleichzeitig auch einen gewissen Meilenstein, denn es ist das erste Projekt, das wir wirklich beendet haben. Obwohl das zweite, ne? Aber es ist das erste Nicht-Minecraft-Projekt, das wir beendet haben. Das wir von Anfang bis Ende durchgezogen haben. So, ich lasse jetzt noch den Abspann einmal durchlaufen, verabschiede mich aber jetzt schon. Wir sehen uns hoffentlich irgendwann wieder in einem anderen Projekt.